Ich radle mit einer Geschwindigkeit von 6,0 Meter pro Sekunde, also ungefähr 22 Kilometer pro Stunde, ganz gemütlich dahin. Und dann hat dieses ganze System, also mein Fahrrad und ich, haben eine Bewegungsenergie. Und das Fremdwort für Bewegungsenergie ist kinetische Energie. Und die Formel für dieses, also dann schreibt man dann so ein E hin. Ja, das hängt offensichtlich irgendwie mit V zusammen und, ah ja, ich habe hier schon gespoilert, ja. Es ist eben nicht proportional zur Geschwindigkeit, sondern zur Geschwindigkeit im Quadrat. Das muss an anderer Stelle begründet werden. Das fällt an dieser Stelle jetzt einfach mal so vom Himmel. Und dann hängt diese Bewegungsenergie noch zusammen von der Masse. Also wenn ich das Ganze jetzt mit schwerem Gepäck belade und fahre auch 22, dann hat das Ganze mehr Bewegungsenergie. Und zusammenbauen tut man das zu einer Gleichung. Kin gleich und dann habe ich die Masse und die Geschwindigkeit zum Quadrat und hier gibt es noch den Faktor 1/2. Also warum jetzt 1/2 und warum Quadrat? Ist dann eine extra Herleitung. Ja, aber jetzt geht es nur ums Anwenden. Also wenn ich jetzt die Bewegungsenergie brauche, genügt nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Masse. Also ich nehme 85 Kilogramm, meine Masse plus mein Fahrrad und dann einfach einsetzen. Ja, also Ekin gleich 1/2 mal 85 Kilogramm mal die 6,0 Meter pro Sekunde in Klammern zum Quadrat. Und dann bekomme ich 1530 J für Joule. Energie ist immer Joule und, nee, noch nicht unterstreichen. Ich muss noch runden. Ich habe an der Stelle zwei Ziffern, also mache ich es auf zwei Ziffern. Ekin. Also es ist entweder 1,5 Kilojoule oder in Gleitkommaschreibweise 1,5 mal 10 hoch 3 Joule. Das sind die zwei legalen Dinge, das anzugeben. Also wichtig ist Runden und Einheit angeben und so geht man mit dieser Formel um.